Meine Freunde, wir haben uns wieder hier zusammengefunden, um großartige MMORPGs zu spielen. Und mit dabei ist der wundervolle Gregor. Hallo, schönen guten Tag. Danke für wundervolle Adjektiv. Das freut mich natürlich. Das gebe ich gerne zurück. Und wir spielen diesmal zusammen ein bisschen Grand Fantasia in einem dreiteiligen Epic, wo wir bereits einmal Fiesta uns angeschaut haben und jetzt bei Grand Fantasia angekommen sind, wo wir euch ein bisschen das Spiel zeigen möchten. So ein bisschen, was könnt ihr am Anfang machen? Dann switchen wir zu richtig krassen High-Level-Charakteren rüber, wo wir dann nochmal gucken, was kann man denn damit machen? Wie sieht denn das Spiel aus, wenn du es halt schon im Endgame gespielt hast? Und ja, dann hoffen wir, dass wir euch das Spiel ein bisschen schmackhaft machen konnten und dann könnt ihr direkt in der Beschreibung einmal nachgucken, wo ihr die ganze Geschichte finden könnt. Und übrigens ist in der Beschreibung auch noch der gute Gregor verlinkt, der vielleicht auch einfach mal kurz erklären kann, was machst du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Genau, für die Leute, die das letzte Video verpasst haben oder die anderen Sachen, wo wir gemeinsam was gemacht haben. Ich bin der Gregor Katsios, seit vielen Jahren unterwegs in Sachen Rollenspiele, hauptsächlich aus dem japanischen Bereich. rpgheaven.de verlinkt auf meinen YouTube-Kanal, bei dem ich wirklich auch schon seit Ewigkeiten Zeug mache. Und ich bin auch bei Rocket Beans TV als Moderator und Redakteur unterwegs. Und natürlich, wenn es dann heißt, hey, spielt mal Rollenspiele gemeinsam mit anderen affinen Leuten hier, dann habe ich mich gefreut, dass wir mal eine Kooperation gemeinsam machen können. Und ich habe mich hier mal unter deine Fittiche nehmen lassen, denn wenn man sich das hier anschaut, ne, wir sind jetzt hier bei dem im Anfangsgebiet von Grand Fantasia, haben schon ein bisschen Action gemeinsam gemacht und dein Charakter ist schon ein klein bisschen weiterentwickelt. Ich sehe eine hübsche Ritterrüstung. Ich habe hier noch meine kurzen Hosen an. Aber dafür hast du schon ein spektakuläreres Schwert als ich. Das ist ja, schon mal. Das konnte ich mir leisten, weil ich nicht so viel in die Hosen investiert habe. Wir können erstmal ein paar Dudes killen. Wie wäre es damit? Das Spiel? Ja. So ein Alpine Deer, welche bestimmt so, zack, die richtig krassesten an Items bringen. Ja, ich hau mal ein bisschen drauf mit meinem Schnibbelmesser. Sehr schön. Boah, die hauen schon ordentlich zurück, ne? Ich habe gesehen, einige Hitpoints hatten sie dir schon abgezogen. Ja, es ist schon was anderes als so ein Level 80, 100 Charakter. Nimmt schon Schaden. Ey, was haben wir denn ansonsten noch als Quest, die wir vielleicht annehmen könnten? Hier, guck mal. Check das gerne aus. Going Postal haben wir als Quest. Oh, Going Postal, das klingt doch natürlich gut. Das war, wo war das? Unter L, ne? Genau, unter L, dann auf Unacquired und dann können wir das einfach direkt aus dem Menü aus annehmen. Habe ich auch mal gemacht, ja. Und dann würde ich sagen, drücken wir einfach mal auf Q und sehen, das ist einfach direkt nebenan. Da können wir einfach hinlaufen. Voll praktisch. Ja. Lass uns das einfach mal schnell machen und man, damit man mal so ein bisschen sehen kann, wie sehen denn, wie läuft denn so ein Quest eigentlich ab? Weil das ist jetzt ja ein Free-to-Play-Spiel und einfache Kill-Quests, einfache Fetch-Quests, einfach ein bisschen chillen nebenher, killen ein paar Wölfe, finden hoffentlich direkt den Brief, den wir brauchen und... Ja, es ist noch ein vergleichsweise früher Quest hier auch, also es kann natürlich dann noch später umso komplexer werden, aber ich mache die Sachen natürlich auch immer ganz gerne, oh, schnell heilen, bevor die Wölfe zu viel Action hier machen. Und, oh, schnell auch hier den Wolf, Exiting Battle. Ich muss mal kurz gucken, ich habe auch nicht, oh, mein Backpack ist auch voll, ich muss ein bisschen was wegschmeißen, damit ich es einsammeln kann. Ja, ich spiele solche Games auch immer ganz gerne, einfach mal, um ein bisschen Entspannung zu haben. Ja, mal, du weißt, ne, du hast so ein gewohntes Gameplay, draufklicken, Gegner weghauen, Quests erledigen, ein bisschen schöne Anime-Umgebung drumherum und das funktioniert hier echt ganz, ganz nice eigentlich. Ja, das finde ich, ich finde die Ästhetik von dem Spiel halt übelst hübsch. Ist halt ein richtig süßer Anime-Stil, auch von den Farben her. Ich mag die sehr gerne, sind so ein bisschen pastellfarbend irgendwie. Sehr angenehm fürs Auge, muss ich sagen. Ja, ich habe meinen Duke's Letter schon gekriegt. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe ihn auch schon, aber einen Wolf nehme ich noch mit. Komm, das mache ich hier auch einmal. Sehr schön. So, und dann haben wir ja, dann haben wir hier jetzt dieses super coole Feature, wo wir einfach nur aufs Q drücken müssen und dann laufen wir automatisch zum NPC hin, wo wir hin müssen. Das heißt, man muss die Welt nicht kennen, man muss nicht auf die Karte gucken. Man kann jetzt einfach sagen, okay, ich habe das Quest erledigt und das ganze Pathing zurück. Kann ich mir einen Kaffee machen oder kurz mal aufs Handy checken, was da so geht? Und man sollte ein bisschen aufpassen immer noch, denn die Gegner aggroen auch weiterhin, wie man gerade bei mir schön sieht.
Ja, das machen sie bei mir auch. Das sind so alles Features, da sollte man natürlich nochmal so ein Potion im Anschlag haben. Ne? Nicht vergessen, dass es da auch einen Cooldown gibt natürlich, dass man die nicht spammen kann ohne Ende. Das sind Features, die einem alle im Startgebiet beigebracht werden. Das ist jetzt so knapp eine Stunde, eineinhalb Stunden, wo man so die ersten Quests gemacht hat, wo wir sind, dass wir auf dem ersten großen Hauptgebiet angekommen sind. Und ja, das finde ich auch recht angenehm zu Beginn, weil du kennst ja die Welt noch nicht direkt. Ne? Und du kannst erstmal dieses Auto-Pathfinding machen. Später, wenn du sie besser kennst, wenn du möglich zum Teleporten hast oder sagst, hey, ich weiß, da kann ich noch das oder das erledigen, muss man das natürlich nicht verwenden, aber so zwischendurch kurz mal sagen, das Spiel spielt schon mal für mich ein bisschen vor, macht die Bewegung schon hin und ich bereite mich auf andere Sachen vor, ist schon ganz cool. Da sehen wir im Hintergrund, da wollen wir hin, in diese von Palmen und hohlen Wellen umzäunte Stadt. Da wartet nämlich der Butler auf uns, auf den schönen Brief, den wir den Wölfen aus dem Magen geprügelt haben. Yes! Wer kennt es nicht, dass der eigene Wolf aus Versehen die eigene Post frisst? Bei manchen sind es die Hausaufgaben, hier sind es Briefe. Na, ich meine, wenn du dein ganzes Postsystem auf Wölfe dann ausgelegt hast, kann es auch mal passieren, dass so ein wichtiger Brief des Herzogs im Magen landet, statt im Briefkasten. Sind wir auch gleich da. Sind wir auch gleich da. Ich finde es praktisch hier übrigens, wie schnell auch hier, wir benutzen nicht die Treppen, wir kürzen um die Ecken hier ab. Ne? Der direkteste Weg. Es ist halt Pro-Gamer-Gameplay. Mhm. Automatisches Pro-Gamer-Pathfinding eigentlich eher. So, damit haben wir den Quest beendet. Holen uns unsere Rewards. Und auch für mich. Mega gut. Und das ist ja noch nicht alles. Wir haben ja noch so ein kleines Pad, welches uns tatsächlich auch so ein bisschen unterstützen kann. Das ist tatsächlich dafür da, dass wir Items finden können. Beziehungsweise, dass wir es auf den Weg schicken, um so ein paar Items zu ergrinden. Und ich check gerade mal, was kann man denn mal so machen? Wir schicken ihn einfach mal in den Wald, dass er so ein paar dry branches foraged. Und dann sagt er, I will be back soon. Lässt uns ein kleines Bild da und dann, ja, warten wir. Ich mache das auch mal. Mein Kollege hier ist sehr gut in Mineralien fördern und ich schicke ihn mal ein bisschen auf den Weg, weil die Gelegenheit möchte ich natürlich auch nutzen. Ja, ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn du so einen kleinen Kompagnon haben kannst, der Parallelaufgaben für dich erledigt, weil so Items zum Verkaufen, für andere Sachen, die zu verwenden, wenn du das nicht alles selber machen musst, sondern auch Helferlein hast, finde ich, spart das auch nochmal ein bisschen Zeit. Ja, es ist halt ein süßes System zum Nebenher-Managen, wo jetzt auch zum Beispiel das automatische Pathfinding wieder relativ praktisch ist, dass du automatisch dann zu deinem Ziel läufst, während du halt so ein bisschen, ja, diese kleinen Sachen halt nebenher machen kannst, was halt super praktisch ist. Wie hast du deinen Kollegen genannt? Weil meiner ist der gute alte Jochen, hier immer noch der Silverleaf. Meiner ist der kleine Mumu Nightwind. Super großartiger Dude, ein kleiner Feuersprite, glaube ich. Ich habe ihn ja schon vor Ewigkeiten gemacht, ich bin mir nicht mehr sicher, was er eigentlich ist, aber er hat so ein kleines Flammen-Icon, also schätze ich mir als so ein Feuersprite, daher. Und er ist happy, sehe ich gerade. Das ist doch schön. Und da ist er auch schon wieder da und hat mir 18 Branches mitgebracht. Oh. Sehr gut. Und er ist sehr zufrieden mit sich selbst und ist sogar ein Level aufgestiegen. Halt, meine Güte. So viel, was hier passiert. Aber das ist ja nur der Anfang. Und dann können wir jetzt euch mal gerade mal zeigen, wie sieht's denn eigentlich aus, wenn man schon mal so ein bisschen weiter in dem ganzen Spiel ist. Und deswegen wechseln wir einfach mal kurz zu High-Level-Charakteren rüber und sehen uns sofort wieder. Eine Screen-Transition später sind wir jetzt auf unseren High-Level-Charakteren. Und ich glaube, das sieht man denen auch an, dass die ein bisschen höher im Level sind. Und hier haben wir jetzt auch dieses Apprenticeship, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich mache das gerade einfach mal und mach das mal. So, you've already become Chaz Ashleys Apprentice. Okay, das finde ich sehr gut. Du hast die Anfrage losgeschickt, aber jetzt bist du mein Knecht. Anscheinend. Aber ich bin ja auch ein Level, ich glaube Level 100 Warlock hier. Ja, genau, mit einer fetten Sense, die du ja hier auch hast. Allerdings bei mir sieht man die Teufelsflügel und du hast deine Schmetterlingsflügel. Genau, aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja noch mehr. Wir haben ja die Möglichkeit, hier komplett durchzuwechseln, dass ich zum Beispiel auch als kleiner Engel spielen kann, der auf einem übelst krassen Mechadrachen reitet. Denn natürlich hat das Spiel auch Mounts. Also. Ich habe mich jetzt gerade auf einen Reitvogel begeben. Kenne ich mal kurz zur Seite hier, weil dein Mecha nimmt schon viel Platz in Anspruch.
Ja, sowas kann man natürlich auch machen. Ich hab's aber auch eine Nummer größer. Moment, ich wechsle mal kurz auf dieses Streitschiff da oben mit Doppel-Zeppelin-Antrieb vorne noch und Propellern. Ich meine, welches RPG kommt ohne Luftschiff aus? Ja, eigentlich gar keins, ne? Darf es auch nicht. So, oder ich gehe zu meinem schönen Pinguin. Oh, Moment, was geht denn da? Hey, schlag nicht meinen Knecht. Das darf doch nicht sein. So. Habe die Pflanze hier erledigt. Ja, verschiedene Mounts und Kostüme natürlich. Wir haben hier mit unseren hochgelevelten Charakteren auch schon mal ein paar zur Auswahl. Ich gehe mal kurz vom Mount hier auch weg. Die sind so ein bisschen gemischt. Manche Sachen kann man sich natürlich über Spiel verdienen und andere sind über die Item Mall da, ne, wo man dann entsprechend gegen Geld sich Sachen kaufen kann, wenn man möchte. Genau. Also, ja. Macht Spaß, so ein paar Sachen zusammenzusammeln, Sachen zu haben. Was kann ich denn noch machen? Ich habe zum Beispiel auch so ein paar Sachen, die ich mir auf den Kopf setzen kann. Was ist das denn hier? Sprite King so. Grace. Spannend. Das sieht hübsch aus. Ist das so ein in Bananenblätter eingewickelter Kuchen, den du auf dem Kopf hast? Ich bin mir nicht sicher. Aber die Frisur mag ich eigentlich auch ein bisschen lieber. Was könnte man denn noch zeigen? Eigentlich gar nicht gerade mal so viel, denn wir haben ja auch eine Quest angenommen, und zwar diese Rescue Act. Die können wir eigentlich gerade noch mal machen, wo wir einen Schlüssel finden sollen. Mhm. Find the Cage Key vom Ursula Warden. Wollen wir los? Ja. Dann machen wir das doch mal. So, Show Position. Ich schätze mal nach Fort Ursula, nach oben. Ja, genau. Würde ja irgendwie Sinn machen eigentlich. Das ist ja auch ein roter Punkt. Genau, da ist Ursula Warden. Da gehen wir einfach mal hin, klicken wir auf die Karte und die laufen davon von selber automatisch einfach hoch. Sehr angenehm. Ja, ich will mal hier, ich habe mich mal auf meinen riesen Skorpion-Mount begeben. Wow. Da bin ich ein kleines bisschen fixer. Aber es ist kein Wettrennen. Oh, hier ist sogar vor der Kampf am Abgehen. Kann ich so ein bisschen die Skills zeigen? Ja, das ist doch nice. Dann ich helfe dir, mein Knecht. 91.000 Schaden, oh mein Gott. Das haben sie aber auch verdient. Was erlauben die sich denn? Wow. Zack, 42.000 Schaden. Geht schon ab, ist schon ordentlich. So. Zack. So wie sie es gehört. Der Warden ist, schätze ich mal, man muss sich zu dem erst hinarbeiten, ne? Ich glaube schon. Der müsste ja eigentlich auch hier irgendwo sein. So, Guard. Officer. Was ist das denn? Es ist einfach riesig. Puffy Patriarch. Oh. So, die mache ich mal alle hier tot. Ah, oh, es ist ja leider gestorben. Ah, oh, auch das Arme. Lost Power of Grassland. Ich war gerade auch so beschäftigt mit Gegner weghauen und wegskillen, dass ich die Items nicht eingesammelt habe. Aber das mache ich gleich nochmal. Guck mal, please find Audrey and rescue her. Steht auch in der Questbeschreibung. Audrey ist diese Frau, die an der Seite vom... Da, wo ich bin. Mit der habe ich tatsächlich schon geredet und ich habe, glaube ich, auch schon ihren Dings gefunden, was sie haben möchte. How should I rescue you? The key. He's patrolling. Ach so, das meinst du, ne? You have to take him down. Okay. Dann checken wir doch nochmal vor der Tür. Oh, das König-Schleim-Ding steht wieder. Oh, ich habe den Schlüssel. Oh ja, hat ja einfach einer gedroppt? Ja, irgend so, ich bin gerade einfach 6 Leute hinterher und einer von denen hatte das. Und dann war das ja noch nicht alles. Es gibt ja noch die sogenannten Arena-Quests, welche nach verschiedenen Leveln spielbar sind. Und die wir haben, sind jetzt zwischen 81 und 90 und zwischen 91 und 100 spielbar. Und ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal in das White Sand Battlefield rein. Wie funktioniert denn der Chat? World. Oh ne, draufklicken kann ich doch nicht. Ach doch, hier. Mal schauen, ob das was bringt. Oh mein Gott!
Oh mein Gott. Okay, okay. Oh mein Gott, es hat geklappt. Es hat funktioniert. Yes, mein Shoutout war erfolgreich, hoffe ich. Super gut, super gut. Das hast du fantastisch gemacht. Einfach mal die Initiative ergreifen und schon läuft geil. Das. Super gut. Wird auf jeden Fall gut. Wird gut. Gut, 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 gut. Ja, ich dachte, die machen schon einen Frühstart, aber die wissen wahrscheinlich ein bisschen besser Bescheid. Ja, mal gucken, wie das gleich funktioniert. Und dann können wir mal ein bisschen unsere aktuelleren Skills zeigen. Start Combat. So. Und los geht's. Also, entsprechend auch viele Gegner. Wir wollen natürlich zu den Kristallen hin. Der Typ ist einfach Sonic Fast, mein Gott. Und weg ist er einfach. Ich hab zwar starke Magien, aber meine Geschwindigkeit ist nicht die größte. Also, als ich vorhin durch die Stadt lief, dachte ich mir so, okay, mein Charakter ist auf jeden Fall um einiges schneller als vorher. Mhm. Aber damn, der andere geht einfach ab. Da wird richtig gedüst. Oh, ist aber ein schönes hier kaputtes Schiff. Zu sehen, wo das hier denn ist überhaupt, ne? Ist das? Okay, nee, das bist du. Ach, da ist das Ding. Okay, warte, wir müssen tatsächlich der Sache hier folgen. Okay, okay, ich verstehe. Ja. Ich komm dir hinterher. Meine Karte sagt, wir müssen auf jeden Fall irgendwie nach da, weil da ist so ein roter Kristall. Ist das einer der, die wir angreifen sollen, oder ist das einer, den wir von den guten? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. You can't use a skill on the target, habe ich dann hier meist. Kannst du den angreifen? Nö. Ich glaube, es geht gerade echt so darum, dass wir den Kristall beschützen müssen vor dem anderen Team. Ah, okay. Also schätze ich jetzt gerade einfach mal, weil die jetzt nehmen halt... das andere Team mal auftauchen, ne? Ja, die nehmen halt so ständig ab einfach. Ja, die ziehen los und kämpfen wahrscheinlich in der Mitte irgendwo, ne? Lauf einfach mal rein. Mal gucken, was passiert. Ja. Ist ja nicht so, als ob sie mir was könnten. Ich komm dir mal hinterher, kurz. Ja, da muss man natürlich ein bisschen Map-Kenntnis haben, ne, dass wir entsprechend unsere Kristalle dann beschützen können. Aber hier, das gegnerische Fort, das sollte uns auf jeden Fall viel Gegnermöglichkeit geben. Da, diverse Leutchen. Ihr kriegt einmal hier volle Pulle auf euer Gesicht. Und die sollten im besten Fall uns hier nicht besonders viel können. Das ist halt... Also. Ja, und, Calculation. Wie sieht's aus? Ich bin mir nicht sicher irgendwie. Das ist auf jeden Fall Obtained Points. Sosa hat einiges gekriegt. Wir beide haben jeweils 133 bekommen. Ich glaube, er hat auch einfach zwei Teammitglieder gekillt, einfach. Hat er das? Ich glaube schon. Und dann hat sich einer zurückgezogen. Okay, das kann es natürlich dann auch sein. Aber wir haben die Mission auch durch Nichtkenntnis der Map, aber haben uns trotzdem da ganz gut geschlagen damit. Scheint geklappt zu haben, von daher cool. So, nach einer kurzen Runde in der Arena sind wir jetzt auch gerade auf einer wundervollen Brücke im wundervollen Paradies. Und ich habe gerade rausgefunden, dass wir einfach super viele Outfits eigentlich sogar noch haben. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich bin gerade so ein bisschen begeistert, wie cool das einfach ist. Und halt so die... Ich wechsle auch mal ein bisschen, Moment, ne? Hier. Und noch einen kleinen Weihnachtsschieber. Ja, oh mein Gott, wir haben so viel Zugang zu so vielen Sachen. Ich habe jetzt geschnallt, wie das richtig funktioniert. Wow, okay. Komm, dann setz mich noch auf den Panda drauf. Mega cool, ach du liebe Güte. Das ist ja super krass. Okay, 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 okay. Das ist sehr interessant. Sehr, sehr spannend. Seht ihr halt auch nochmal, dass es tatsächlich auf diesem Spiel so viel zu sehen gibt und so viel zu erleben? Bro, oh mein Gott. Mega cool. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal einigermaßen genug gezeigt. Und entsprechend bedanke ich mich, dass du tapfer an meiner Seite standest und mit mir zusammen dieses spektakuläre Werk an Unterhaltung erlebt hast. Und ja, gern geschehen. Hoffe, dass ich genug beitragen konnte zu dem Erfolg unserer Mission. Definitiv. Hau doch nochmal kurz raus, wo die Leute dich finden können. Genau, checkt gerne bei mir vorbei. Einfach rpgheaven.de, kommt ihr direkt auf dem YouTube-Kanal bei mir vorbei. Da ist alles nochmal verlinkt und Videos und alles drum und dran. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, wie gesagt, auch ein bisschen was auf Rocket Beans TV, da flöte ich ja auch in diversen Formaten nochmal rum.
Genau, ist auch nochmal alles unten in der Beschreibung verlinkt. Genauso mit einem Link, wo ihr dieses Spiel herunterladen könnt. Daher würde ich sagen, ihr klickt einfach mal überall drauf, probiert das einfach mal aus und wir verabschieden uns jetzt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.